Ding, 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 ding. Wir sind herzlich willkommen in Olafs Küche. Das ist nicht die Rumpelkammer. Hier kocht immer noch das Mittagessen. Das wird ein späterer Film. Im ersten Film haben wir einen Hackepeter gemacht. Er lebt immer noch nicht. Schmecken, du da. Heute ein Tatar. Ist eine neue Schüssel, ne? Die alte ist ja noch voll. Das heißt, das mit dem Gagak haben wir uns heute erspart. Wir brauchen wieder ein Ei. Und wieder nur das gelbe vom Ei. Ist das lecker. Bisschen schief gegangen, aber beim Carsten Meyer ist das letzte Mal die Blechdose gar nicht aufgegangen. Wir erinnern uns, Zwiebel und ich, keine Freunde. Zwischendurch. Normalerweise sollte man das ja tun. Also über die Weltwirtschaftskrise. Ich bin eher ein sprachfauler Mensch. Oder der Regisseur fehlt, der mir sagen könnte, was ich sagen soll. Ich könnte ihm jetzt sagen, es ist 10 vor 12. Wenn ich fertig bin, ist es 5 vor 12. Was ist, wenn die Leute das gegessen haben? Tja, jetzt fehlt aber noch was. Da wir das Fleisch roh gekauft haben und vollkommen ungewürzt, müssen wir Gewürz dazugeben.
Hier steht einiges rum. Bulleneier. Ja, Hot Chili. Nicht so meine Strecke. Ein Gin? Ja. Der ist lecker. Passt aber nicht. Jalapenos extra. Meine Frau lässt grüßen. Vor Gebrauch gut schütteln. Nach Schütteln nicht mehr zu gebrauchen. Also ich nehme einfach Salz und Pfeffer. Was soll's. Pfeffer ist gut bei Rindfleisch. Bei Zwiebeln. Insider-Tipp. Neue Gabel nehmen. Ne? Also nicht einfach bloß ablecken. Und dann, nee, macht man nicht. Man nimmt eine neue Gabel. Eigentlich ist er jetzt fertig. Aber jetzt kommt dieser der Geheimtipp von Olaf. Paprika. Bing bong, jetzt kommt der Mann mit dem Eis. Wir machen kurz Pause. Der Hauptgang im Hauptfilm. Dankeschön. Kosten.